Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Und im letzten Part haben wir hier das uralte Großheiligtum oder wie auch immer es heißt. Mehr oder weniger abgeschlossen. Wir haben zumindest den Rätselpart abgeschlossen, denn wir haben den großen Schlüssel gefunden, mit dem wir jetzt hier höchstwahrscheinlich... Ja, das sollte passen, oder? Ja, sehr schön. Einfügen. Mit dem wir jetzt hier diese große Tür öffnen können. Und zum nächsten Boss voranschreiten. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was jetzt für einen Boss auf uns wartet. Das wäre sehr geil. Natürlich, wir hatten diese riesigen Feuerhände hier in diesem Dungeon. Und wie QQ schon gesagt hat, man hat sich eigentlich sehr darauf gefreut, dass man irgendeinen geilen Feuergolem bekommt oder so. Aber wir bekommen... genau den. Na, Uti, du lebst auch noch. Treffen wir uns also schon wieder? Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Sieh dir das an. Das Schoßhündchen der Göttin Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich. Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Aber nun, eine solch freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Wusstest du das? Um meinen König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Aber was mache ich nun mit dir, lieber Uti? Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen. Du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Ach, du kleiner Trotzkopf. Dann musste ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. Na, diese sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln? Wunderschön. Sieh nur genau hin. Wundere mich. Das bin ich. Meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper. Ein bildschönes Äußeres. Und schwul bin ich auch noch. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. An Erbarmen. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Uti, dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Okay. Wir haben also den Kampf gegen Dunkelfürst Jirahim, die zweite. Und, ah, nee, komm schon. Komm schon, hör auf damit. Okay. Ach, komm schon. Verdammte Kacke. Wie soll das denn funktionieren? Ah. Hör auf. Ich denke, wir müssen beide seine Klingen kaputt machen und dann können wir ihn angreifen. Also. Shit! Hör mal auf damit. So und. Och Gott, schon.
Ja, auf! Wieso treffe ich den nicht? Du stehst Gira ihm gegenüber? Er kommandiert die Dämonen und wird auch Dunkelfürst genannt. Ich stelle fest, dass er äußerst klug ist und die Kunst der Magie beherrscht. Im Normalfall verhält er sich ruhig und vornehm. Reizt man ihn jedoch zu sehr, zeigt er sein wahres Gesicht. Ja, mehr Details bitte. Dies sind alle Daten, die ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Sollte ich neue Informationen haben, teile ich dies dir über das Leuchten deines Schwertes mit Gebieter. Ruf mich dann, indem du nach unten drückst. Solltest du Informationen zu deiner Ausrüstung oder der aktuellen Umgebung gebrauchen, fördere meinen Lagebericht an. Hör doch auf damit! Gott verdammt nochmal! Was soll das denn? Wie kann ich den bitte treffen? So nicht. So definitiv nicht. Nein, nein, nein. Vielleicht müssen wir warten, bis er uns angreift oder so. Nein, auch nicht. Komm. Nö. Da kriegt man nur Krämpfe von den Händen. Aha. Ja, also doch, wenn wir beide seine Klingen zerstören. Okay. Und dann können wir ihn auch treffen. Okay, gut. Oh, jetzt hat er mehr Klingen. Shit. Komm, lass los! Verdammt nochmal. Aber wirklich, Schaden tut er uns nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann, 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 Mann. Oh, Scheiße! Arschloch! Oh, Mann! Lass los! Ach Gott! Was soll das denn? Ich hab nicht auf dich geschlagen. Ich hab auf deine komischen Dinger geschlagen. Mann! Es funktioniert nicht. Lass los. Lass los, verdammt nochmal. Gott, es ist so warm hier oben. Ich bin ja unterm Dach hier. Und... Ach, komm schon. Das war so... Na, hör auf. Noch. Was soll das denn? Okay, nochmal. Okay, und von oben? Oh ne, warum? Warum kriegt er uns dann schon wieder? Es ist so warm, das ist anstrengend, das Schütteln die ganze Zeit. Gibt's hierfür irgendeine spezielle Taktik? Man den irgendwie besonders gut bekommt. So auf jeden Fall nicht. Das hat keinen Sinn. Das blockt er ab. Und so auch nicht. Aber wie kriege ich das denn hin, dass ich seine Messerchen kaputt bekomme? Vielleicht kann ich natürlich auch versuchen, die mit dem Schild zu blocken. Komm schon. So. Noch einer. Komm. Und. Komm. Komm schon. Komm her. Aber dann treffen wir ihn auch nicht. Ist es vielleicht auch einfach Glückssache? Nee, ich... Keine Ahnung. Das macht überhaupt keinen Sinn.
er trifft uns halt immer. Also, nicht treffen, er kann halt immer unser Schwert festhalten. Und eigentlich wollte ich ja bei Bossen keine Hilfe in Anspruch nehmen vom Spieleberater, aber scheinbar... Wieso habe ich ihn jetzt getroffen? Es kann doch nicht sein, dass das einfach Glückssache ist, oder? Okay. Ja, leck du dir mal das Mäulchen. Okay, jetzt holt er seine Schwerter raus. Wow, okay, da müssen wir wegspringen. Was genau machst du jetzt? Aua. Mann. Autsch. Okay, wir müssen einfach immer durch seine Deckung durchschlagen. Okay, was passiert jetzt? Okay. Zurück. Und zurück. Ah, fuck. Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß? Ich hab dich ganz klar getroffen. Die Energie ist mir jetzt auch echt egal, weil wir haben eigentlich recht viele Herzen. Und, oh, 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 okay. Zurück. Und zurück. Shit. Und zurück. Was? Warum treffe ich dich nicht? Jeder, der genau zuguckt, hat gesehen, dass ich dich getroffen habe. Arschrampe. Okay, was machst du jetzt? Irgendwie sowas. Okay. Arschgesicht. Wir haben noch eine Fee dabei, oder? Ah, fuck. Wir müssten auf jeden Fall noch eine Fee dabei haben. Spring! Oh Gott, Link! Jawohl. Okay. Hat geklappt. Was für ein... Aua! Du kleiner Narr. Ich bin Jirahim, der Dunkelfürst. Auch mit deinem ach so legendären Schwert bist du bloß ein Kind und dennoch wagst du es. Unwürdiger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden. Na, von mir aus. Aber nicht jetzt. Ah, dieser Typ gewinnt definitiv den Preis des nervigsten Zelda-Bosses schlechthin. Okay, wir haben den 19. Herz-Container. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Plöng. So, das heißt, es fehlt uns noch genau ein weiterer Herz-Container. So, und weil Jirahim so eine Pussy ist, ging der Kampf gegen Jirahim eigentlich relativ schnell vonstatten. Und deshalb können wir uns noch die letzte Flamme holen. Ja, ich bin gespannt. Ich denke, wir werden Jirahim nochmal wiedersehen. Ich kann eigentlich drauf verzichten, weil der Kampf ist echt nervig. Und er war eigentlich genauso wie der erste, nur anstrengender. Da... Nerviger Typ. Absolut nerviger Typ. So, gucken wir, was passiert. Die letzte Flamme und hören wir der schönen Musik zu. Oh.
Dins Flamme hat dein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Masterschwert. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Ja, wir wollen das Spiel bitte speichern. Okay, wir kehren allerdings noch nicht in den Tempel des Siegels zurück, denn wir haben da noch etwas Kleines, aber Feines auf unserem Weg. Moment mal, wo sind wir? Vulkankrater. Nee, genau, wir sind außerhalb des Tempels. Gut. Es sah gerade kurzzeitig irgendwie so ein bisschen aus wie im Tempel, aber das, ja, kommt wohl nicht von ungefähr. Genau. Wir erinnern uns, hier haben wir ein wunderschönes Loch herstellt und da wollen wir noch eben schnell rein, bevor wir diesen Part beenden. Denn hier, durch dieses Loch, kommen wir in ein anderes Loch. Okay, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Und hier in diesem Raum, da kommen wir anders gar nicht hin. So, eine Fee haben wir, das heißt, da brauchen wir uns jetzt nicht weiter drum zu kümmern. Aber wir haben hier ein Herzteil. Du hast dein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch 2 weitere. Das heißt, wenn wir noch 2 weitere Herzteile haben, haben wir den 20. und letzten Herzcontainer in diesem Spiel und sind damit quasi, was die Herzen angeht, voll ausgerüstet. Ja, wie gesagt, es fehlt noch genau ein oder es fehlen noch 2 Herzteile, um uns vollständig für die Herzen auszurüsten. Aber bis zum letzten Boss ist es noch ein Stück und vor allem noch eine ganze Menge Bosse. Aber wie es weitergeht, werden wir erst im nächsten Part erfahren, indem wir dann zurück zum Tempel des Siegels kehren werden. Und dann schauen wir mal, was da passieren wird. Ich danke euch an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sag ich Keep Gaming und ciao.